In diesem Video geht es um die wichtige Eigenschaft der Linearität beim Riemann-Integral und diese Eigenschaft wird später noch sehr nützlich sein beim Auswerten und Berechnen von Integralen. Gucken wir einmal diese Linearität genau an, die wird durch folgende Regel beschrieben. Wenn wir zwei Funktionen haben, f und g, die integrierbar sind, aus dem letzten Video wissen wir, dass alle stetigen Funktionen integrierbar sind. Also wir haben zwei Funktionen, f und g, integrierbar auf einem Intervall a, b und zwei reelle Zahlen, lambda 1 und lambda 2. Dann gilt, dass wenn wir die Funktion betrachten, die so aussieht, also lambda 1 mal f von x plus lambda 2 mal g von x und davon das Integral bestimmen, dann ist das nichts anderes als das lambda 1 mal dem Integral von f von x dx plus lambda 2 mal dem Integral von g von x dx jeweils in den gleichen Grenzen. Die so entstehende Funktion ist insbesondere auch integrierbar. Wenn man sich fragt, warum das gilt, das ist eine einfache Folgerung aus der Linearität für konvergente Folgen, die wir schon gesehen hatten. Deswegen hatten wir vorher so viel zum Thema Konvergenz bei Folgen gemacht, damit wir das jetzt hier benutzen können. Gucken wir uns jetzt diese Regel einmal an ein paar Beispielen an. Angenommen, wir haben hier diese Sinusfunktion und wir wüssten schon, was das Integral hier in diesem Bereich ist. Dann könnten wir auch, wenn wir das wüssten, völlig problemlos die Funktion 8 mal Sinus x integrieren auf dem gleichen Intervall. Und die Eigenschaft wäre eben, dass das Integral den achtfachen Wert des Integrals der Sinusfunktion hat. Also Faktoren, konstante Faktoren, können wir immer vor das Integral ziehen, so wie wir das hier auch gemacht haben. Dieses Lambda 1 kann dann vor das Integral gezogen werden. Der Wert ist entsprechend der Lambda-fache, der vielfache Wert des Ausgangsintegrals. Gucken wir als zweites Beispiel Summen an. Lassen wir uns davon ausgehen, dass wir einmal so eine Funktion f von x gleich x haben. Das ist hier diese Funktion, die hier durch diesen Graphen dargestellt wird. Außerdem die Funktion Sinus x, die wir auch eben schon als Beispiel hatten. Und die Summe der beiden Funktionen x plus Sinus x. Das ist hier die mintfarbene. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir wissen, was der Flächeninhalt unter dieser Funktion hier ist, unter f von x gleich x ist, das ist natürlich dieses Dreieck. Und wir außerdem wissen, was der Flächeninhalt unter der Sinusfunktion ist, das ist dieser Flächeninhalt, dann können wir mit Hilfe dieser Linearität auch den Flächeninhalt unter dieser Funktion x plus Sinus x bestimmen. Und der Flächeninhalt ist einfach die Summe der beiden Flächeninhalte. Also der unter der Funktion f von x gleich x und der Funktion f von x gleich Sinus x. Beiden Flächeninhalte aufaddieren, gibt den Flächeninhalt von x plus Sinus x, beziehungsweise das Integral. Gucken wir es noch einmal zum Schluss bei der Anwendung an. Angenommen, wir möchten das Integral bestimmen von minus 3 halbe Pi bis plus 3 halbe Pi von x plus 4 mal Sinus x dx. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, einmal die Linearität anzuwenden, konstante Faktoren vor das Integral zu ziehen, Summen aufzuspalten. Das heißt, das ist nichts anderes als das Integral von minus 3 halbe Pi bis plus 3 halbe Pi bei x dx plus 4 mal dem Integral von minus 3 halbe Pi bis plus 3 halbe Pi über Sinus x dx. Und hier an der Stelle sieht man schon, dass es eine wirklich schöne Sache sein wird, um Umformungen bei Integralen zu machen.